Wir kommen zum nächsten Vortrag, der pünktlich um 10.40 Uhr startet. Landtechnikhandel in Europa. Und da begrüßen wir unseren Gast aus den Niederlanden von GIMA, Erik Hogefast. Herzlich willkommen. So, guten Morgen alle. Vielen Dank an der AG Landtechnik und Landwirt.com, dass ich hier eine kurze Präsentation von Klima geben kann und dann die Landtechnik in Europa. Auch vielen Dank, Birchi und Erika, für die Einladung. Ja, ich komme aus den Niederlanden. So, entschuldigen für mein Deutsch. Es ist ein bisschen mit einem holländischen Akzent. Und ich verstehe dann von der vorherigen Vortrag, dass die Reporter in Holland haben ein schwieriges Jahr gehabt. So, wir kommen bei Klima. Wir sind das europäische Verband von 16, wir haben 16 Mitglieder. Die Mitglieder von Klima sind die europäische auf der Verbände, der nationalen Verbände in Europa. Damit sind eigentlich fast 19.000 Händler verbunden mit Klima, 155.000 Mitarbeiter und fast 3,5 Millionen Bauern sind unsere Kunden. Klimavorstand bin ich dann, der Präsident Erik Hogefast. Aus den Niederlanden, im Westen von den Niederlanden, habe ich meine Betrieb, zusammen mit meinem Bruder, unsere Handel. Wir vertreiben Kubota-Schlepper, Quernlandmaschinen, Gabelstapler und importieren selbstfahrende Spritzmaschinen. Und in meiner Freizeit bin ich dann Präsident von Klima. Hier auch ist Joost Merks, Vizepräsident von Klima, New Holland-Händler in Belgien. Und Lütke Güde aus Deutschland, John Deere-Händler. Und das, wir haben das Gesicht und die Arbeit wird dann durch unsere Generalsekretärin Jelle Bartlema aus den Niederlanden gemacht. Ich wollte ein paar Sachen kurz erzählen. Wir versammeln in Europa die Daten von alle Mitgliedern, von alle Händlern und versuchen damit ihre Position im Handel, in ihrer täglichen Arbeit zu verbessern, die Rentabilität, damit ein kleines hilft dabei zu sein, das zu verbessern. Was sehen wir dann für Ziffern? Die Umsatz pro Unternehmen, man sieht, dass wirklich große Unterschiede da sind in Europa, aber das kann auch manchmal leicht erklärt werden. Zum Beispiel in Luxemburg, der Umsatz über 5 Millionen Euro, sind nur ein paar Händler da in Luxemburg, die ganze Markt vertreiben. Dänemark, ein großer Umsatz pro Unternehmen, aber sind viele, die natürlich dann verschiedene Niederlassungen haben. In Dänemark wird nicht der Umsatz pro der Niederlassung gezeigt, aber dann der Umsatz von das ganze Betrieb. Und das ist anders wie zum Beispiel in Österreich und Deutschland, wo wirklich der Umsatz pro Niederlassung gezeigt wird. Durchschnittlich kommen wir an einen Umsatz pro Händler von 2,2 Millionen Euro über ganz Europa. Mitarbeiter pro Unternehmen durchschnittlich auf 9,1 Mitarbeiter. Entschuldigung. Und da deswegen auch, dann auch der Unterschied in Umsatz pro Mitarbeiter. Der Umsatz, den wir machen, besteht für mehr als 70% aus der Handel. Deswegen ist natürlich der Handel zum Leben das Wichtigste für unsere Betriebe. Man muss trotzdem ehrlich sagen, dass von der Rentabilität der 26%, die wir aus der Umsatz von der Werkstatt und der Teileumsatz haben, dass das für die Rentabilität unserer Betriebe eigentlich am wichtigsten ist. Der Handel wird meistens
kostendeckend gemacht und die Rentabilität kommt aus der Werkstatt. Und deswegen ist das eigentlich natürlich auch am wichtigsten für unsere Betriebe. Wie sieht dann die Situation in Europa aus? Die Umsatzentwicklung ist doch über das letzte Halbjahr, diese Ziffern sind ungefähr Juni, August sind eingegeben. Und dann sieht eigentlich die Situation im ersten Halbjahr von Europa sieht so aus. Frankreich hat ein schlechtes, auch von Österreich, wird eine Reduzierung von der Umsatz durchgegeben, aber Deutschland, im Osten, Skandinavien, England war sehr positiv und der Grauen sind dann gleich wie das voriges Jahr. Wie ist das dann, wenn das Trend in neue Maschinen und Werkstatt? Sieht man, dass es eigentlich etwas mehr schlecht ist, wenn man wirklich die Umsatz neue Maschinen vergleicht. Zum Beispiel der Barometer von der Hersteller von CEMA hat ein viel, viel positiveres Aussage, dann was wir hier sehen lassen. Und wir denken, unsere Meinung damit ist, dass für die Hersteller natürlich die Marken im Osten außerhalb Europa immer wichtiger werden, dass die Umsatz dort steigt und eigentlich in Europa ein bisschen gleich bleibt oder was hoch und runter geht, aber nicht große Änderungen. Die Umsatz in Werkstatt ist dann viel, viel positiver, sieht viel positiver aus. Und das ist das gute Zeichen für unsere Betriebe. Die Umsatz in Maschinen ist etwas weniger oder bleibt gleich. Die Umsatz im Werkstatt wird höher. Wenn keine Maschinen, neue Maschinen verkauft werden, werden mehr Maschinen repariert. Aber für die Zukunft ist natürlich der Umsatz in neuen Maschinen wichtig. Und das, ja, wenn wir der nicht verkaufen, wird auch in späterer Zeit auch die Umsatz in unsere Werkstatt drücken. Für das laufende Halbjahr ist die Erwartung auch sehr positiv außerhalb Frankreich. Aber was wir trotzdem doch sehen in diesem Halbjahr, was passiert im Markt, ist, dass eigentlich die positive Eindruck etwas, so das Resultat, wirklich Resultat über dieses Halbjahr, wird doch etwas schlechter aussehen, als das hier vorgesehen war. So, wir sind da ein bisschen mitgegangen in alle positiven Berichte, dass der Markt verbessert und. Aber was wirklich in Praxis ist in Europa, ist nicht so positiv, wie es hier aussieht. Dann haben wir den Händlerzufriedenheitsindex. Das machen wir jetzt fast 10 Jahre. Und wir erfinden, dass es ein wichtiges Tool ist, der Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Händler zu verbessern. Wenn wir sehen lassen können, was die Situation ist, haben wir auch die Handfassen, etwas zu verbessern. Wenn wir das nicht wissen, können wir auch nichts verbessern. Es ist für viele ein schwieriges Thema, da etwas Positives hinzusehen. Wir sehen, dass verschiedene Fabrikaten da das sehr positiv anfassen und damit arbeiten. Wir sehen auch andere, die das weit wegschieben und sagen, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Wir denken insgesamt, dass es doch ein sehr gutes Tool für uns alle ist. Das sind die Resultate. Wir hoffen natürlich, dass für nächstes Jahr, und ich glaube, da sind etwas damit dran, dass Österreich auch wieder mitmachen kann. Wir haben dieses Jahr etwas weniger Antworten bekommen, sicherlich von der UK. Die hatten etwas Schwierigkeiten. Dieses Jahr hatten wir das für die erste Mal digital gemacht, so digital zu den Händlern zugesunden, und dass sie das einfach einfüllen konnten und zurückschicken. Und das hat in der UK etwas Schwierigkeiten gegeben. Aber im Total haben wir doch etwas 1.158 Antworten bekommen. Was sind denn die Fragen, die gestellt werden? Ich werde nicht alle
hier nennen, du kannst das immer später auch noch in die Präsentation auch zurückschauen. Auf klima.com sind auch alle Resultate sind da und kannst du ansehen, wie das hier läuft. Ein paar Vorbilder über Branch Image and Impact. Bleibt Fendt immer sehr stark voran. Aber man sieht, wie Samee Deutsch-Fahr das macht, um Deutsch-Fahr immer stärker nach vorne zu bringen, dass der Samee-Händler damit eigentlich der große Reduzierung von ihrer Branch-Image-Zufriedenheit sehen lassen. Training wird eigentlich immer hochgeschätzt und ist dieses Jahr auch wird 0,2 Punkt erhöht. Das Maximalantal Punkte, was gegeben werden kann, ist 20. So, man kann hier sagen, das ist ein 6,5. Und das ist für Zufriedenheit insgesamt ist das doch höher. Der neu hier dabei gekommen ist Kubota, der eigentlich hier gleich voran ist. Fendt war immer da die Spitze und ist dann jetzt 0,8 Punkt runtergegangen. Der Verbindung Händler und Hersteller. Beitrag für die Rentabilität auch etwas verbessert, die Ganzzufriedenheit 0,2 Punkt verbessert. Und hier, wie viel schätzen Sie die Bereitwilligkeit von der Hersteller, sich selbst zu verbessern? Und da können wir sagen, mit das vielleicht, und das können wir nur denken, dass es damit zu tun hat, dass bei Fendt mit das neue Route 66 Beispiel, was der da, dass der Bereitwilligkeit von der Hersteller sich zu verändern sehr stark runtergegangen ist. Fendt war da immer in der Spitze und ist jetzt zwei Plätzen zurückgeschoben. New Holland hat eigentlich das sehr positiv auch zu uns angepackt. Wir wollen wirklich damit arbeiten und sind hier jetzt dann auch 0,8 Punkte hochgegangen. Finanziell Anbietungen auch 0,5 Punkt erhöht, so da werden immer mehr Hersteller, die da gute Beispiele für antragen. Aber dann Theft Protection, so Diebstahlreduzierung. Wird eigentlich sehr schlecht gedacht und das kann auch nicht anderes sein und da wird eigentlich nicht mitgemacht. Wenn ich ein Auto kaufe von, sag mal, 15.000 Euro, hat er einen Alarm drin. Wenn ich einen Schlepper kaufe von 150.000 Euro, kann ich hier mit einem Schlüssel die Maschine öffnen und starten. Und dann von verschiedenen Marken auch noch. Und du dann denkst, dass da auch ein Computer drin ist, um automatisch zu fahren, von sag, etwa 15.000, 20.000 Euro. Und dann sehen wir auch eine sehr große Zunahme, von, dass der Computer geraubt werden, gestohlen werden. Und deswegen ist es doch sehr wichtig, dass wir als Industrie dieses Thema wirklich anfassen und da etwas mit tun. Es ist einfach, die Technik ist da, aber wir tun nichts. Und das ist, denke ich, auch wichtig, das hier wieder zu zeigen und mit der Hersteller zu überlegen, was können wir da denn mitmachen, um das wirklich jetzt zu verändern. Dann der insgesamt Resultaten und da ja, sehr für die erste Mal, dass Kubota in diesem Aussage auch dabei ist. Letztes Jahr haben wir auch mitgemacht, aber haben wir zu wenig Antworten für Kubota. Und jetzt das erste Mal und sind da auch voran. Man kann auch sagen, ja, für jeden, der neu ist, dann ist das spannend und ist man immer so. So, das ist für Kubota denn der Streit, da zu bleiben. Oder für Fendt der Streit, da wieder zurückzukommen. Für New Holland kann man sagen, der ist eigentlich der größte Steiger in diesem Feld und ist doch ein paar Plätzen nach vorne gegangen. Und hat da, und das kann man sagen, hat da wirklich auch positiv daran mitgearbeitet und mit seinem Händler daran mitgearbeitet.
Ja, dann etwas zu unserer Gesamtveranstaltung von Klima haben wir jedes Jahr im Oktober, kommen wir zusammen. Und dieses Jahr und zusammen hier mit das Thema hier war das Thema Händler 2030. Was ist die Position von unseren Händlern im 2030? Da war natürlich leider fast nur Personen, die sich die Zeit bevor das Internet noch erkennen. So, dass damit haben wir über die Zukunft geredet. Wir haben damit Diskussionen gehabt mit Herstellern. Von Akku war da einer, der sehr öffentlich ihre Strategie für uns geschätzt hat. Lohnunternehmer, die gesagt haben, was ist für uns wichtig, dass der Händler macht oder nicht macht, und der Bauen. Und damit zusammen haben wir wirklich eine sehr gute Diskussion gehabt und konnten wir sagen, ja, dass wir da wirklich auch erfolgen und ein Bild schätzen können, von was der Händler 2030 tun muss oder was die Sachen sind, die auf seinem Pad kommen. Da haben wir 8 verschiedene Beispiele da aufgesetzt. Und zum Ersten und vielleicht zum Wichtigsten, dass wir da an arbeiten wollen, die Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Händler zu verbessern. Das ist so einfach eigentlich, aber in Praxis so schwierig. Der Hersteller, der immer mehr mit einem Global View zu dem Markt schaut, der kümmern sich nicht um was lokal passiert. Das sind der Großbetriebe, schauen mit ein Global View zu dem Markt. Und erwarten das eigentlich das Gleiche von der Händler. Weil der Händler, der hat eine Regionalposition. Der arbeitet seit viele Jahre mit seinen Kunden vor Ort zusammen. Der Kunde entwickelt sich, das Gebiet entwickelt sich und der Händler entwickelt sich mit der Kunde mit. Das ist für die Händler wichtig. Und manchmal verstehen sicherlich Großhersteller verstehen das nicht. Die denken, nein, unsere Händler soll mit uns mitbewegen. Aber unsere Arbeit ist, dem Markt zu folgen. Und das Bewusstsein wollen wir mit Klima und Thema, wollen wir eigentlich mehr da bringen. Natürlich, und da hat zum Beispiel Argelandtechnik auch ein sehr gutes Beispiel dafür gemacht, dass wir da schätzen, was sind die wichtigen Punkte in einen Vertrag zu benachdrücken. Was soll da in sein, was soll da nicht in sein. Das ist wichtig. Gleichgewicht ist da wichtig. Bewerten von einem Exklusivitätskapitel, aber zu meiner Meinung am wichtigsten ist das Bewusstsein von Händler und Hersteller, dass wir auf eine andere Weise die nach dem Markt schauen. Für Händler ist es auch wichtig, und das ist mehr im Smart Farming und Big Data, für Händler ist das sehr wichtig, dass sich eine bestimmte Position in der Smart Farming einnehmen. Was hier auf die vorige Präsentation auch gesagt hat, wir können ja sagen und aber dann wird es nichts. Wie wir das mit alles machen, wann wir im Gartenmaschinen investieren, wann wir da dorthin verkaufen müssen wir da ein Spezialist dahin sein. Und das ist das Gleiche mit Smart Farming. Wann wir das so mitmachen, um dass das auch von der Hersteller angeboten wird und dass einige Kunden das fragen, dann bieten wir das an, wird es nichts. Wenn wir das wirklich anschauen und dann wirklich die Kunden damit darauf spezialisieren und die Kunden damit weiterhelfen, dann können wir das wachsen und weiternehmen. So, wir können sagen, ja, der Hersteller soll uns das anzeigen. Wir denken, dass wir als Händler da viel mehr proaktiv ja oder nein auf einsetzen müssen. Oder nicht einsetzen darauf oder ja. Und dann vielleicht ihm selbst noch ein separates Teil von das Betrieb. Spezielle Leute, die das beauftragen. Und das ist ein ganz anderes Thema,
aus einer Maschine zu reparieren. Die Daten, die der Kunde versammelt und der Maschine versammelt, um der Daten wirklich gut einzuschätzen und da an die Kunde ein Bild mitzugeben, von das ist mit Ihrer Maschine oder auf der Weise kannst du die Arbeit mit der Maschine auch besser machen. Um das wirklich machen zu können, müssen wir Spezialisten haben. Und auch diesem Bewusstsein wollen wir denn mit Klima weiterentwickeln. Der ganze Diskussion, der jetzt ist über Big Data, wer ist denn der Eigner von der Daten? Ist das der Hersteller, um das der Maschine von der Hersteller, der versammelt der Daten? Oder ist das die Endkunde, der Bauer? Ist der Eigner von den Daten? Die Diskussion über wer der Eigner ist jetzt im vollen Gang. Wir folgen das und wir fragen auch zusammen mit CETA, COPPA und CEMA, schau das so an, dass die Daten so viel wie möglich offen sein. Von der Herstellerseite in diesem Fall, die sagen, ja, okay, wir wollen, dass alle Daten offen sein für jede. Von der Bauerseite natürlich, die sagen, ja, das sind unsere Daten. Und damit ist festgelegt, auf welche Weise wir arbeiten. Und deswegen wollen wir bestimmte Daten dafür schützen können. Es ist gut, die Diskussion da zu führen, um ein gutes Code of Conduct dafür zu entwickeln, so die Spielregel, wie wir das machen, aber es soll so offen wie möglich sein, im Belang unserer beiden. Wo wir auch anarbeiten wollen, ist ein Upgrade des Dealer Services Level. Und, okay, kurz dann, wir müssen mehr Geld verdienen, auch an Gebrauchtmaschinen und das können wir als Klima nicht machen natürlich, das musst du als Händler machen. Nur was wir machen können, zusammen mit unseren 16 Mitgliedern, ist die Hand fassen für vielleicht ein anderes Denken. Jetzt vermieten wir Maschinen an Endkunden, aber dann kaufen wir eine neue Maschine und lassen der Gebrauchtmaschinen stehen. Warum können wir nicht auch die Gebrauchtmaschinen, die wir auf Lager haben, einsetzen für die Vermietung an Endkunden? Zum Beispiel. Damit wollen wir zusammen mit Sie, zusammen mit allen Mitgliedern darüber reden, was sind denn die Möglichkeiten, die wir dafür haben. Und zusammen versuchen, auf eine andere Manier da anzuschauen und daran zu denken. Dann die Maschinen und Service. Unsere Kunden, der bauen, investieren viel in Maschinen, um eigentlich für der ein besseres Leben zu haben. Dass die nicht mehr Tag und Nacht arbeiten dürfen, sollen oder 7 Tage pro Woche, dass die auch Freizeit haben für ihre Familie. Aber was der damit doch von uns erwarten, ist, dass wir der 24/7 Service leisten. Die Maschine arbeitet weiter, wenn der Kunde mit seiner Familie ist, zum Milchen oder etwas, und erwartet von uns dann, wann etwas mit der Maschine ist, dass wir da sein. Dafür sollen wir und nicht rum uns hin, aber wir als Händler daran arbeiten, dass wir unsere Mitarbeiter dafür gut belohnen können. Wir wollen den Service machen, aber wir können nicht von unseren Mitarbeitern erwarten, dass der für ein niedriges Lohn 24/7 einsetzbar sein. Und deswegen sollen wir daran arbeiten, dass wir unsere Mitarbeiter gut belohnen können und dass wir diesem Service, den der Kunde von uns fragt, dass wir der auch leisten können. Dann der letzte und dann der qualifizierte. Damit sollen wir mehr und mehr in der Werbung für unseren Beruf zusammenarbeiten mit Herstellern und auch mit der Schulen und mit vielleicht mit der Lohnunternehmen auch. Dass wir eine gute Werbung, und in vielen Ländern, auch hier in Österreich funktioniert das schon, eine gute Werbung machen können und junge Leute dafür interessieren können, ihnen zeigen lassen, dass es nicht nur Dreck und so weiter ist, aber dass es wirklich auch Computerservices sind, mehr und mehr, die wir leisten müssen, und dass wir der junge Leute auch für unseren Beruf interessieren können.
In der EU, der Lobby, arbeiten wir an die Reparatur- und Unterhaltsinformationen. Der sollen von der EU gesetzt, ist das dargestellt, der sollen geöffnet werden, alle Daten. Wir arbeiten da, darauf zusammen mit der SEMA, auf welche Weise das dann passieren soll. Auf welche Weise sollen die Daten verfügbar sein? Für alle, sagt die Europäische Union. Aber auf welche Weise können wir dann immer noch sehen, wer etwas geändert hat an einem Schlepper? Wenn die Einstellungen von einem Motor geändert sind oder dass das wirklich geschützt ist, dass die Einstellungen nicht geändert werden können. Diese Sache, die Datenschutz, wie gesagt, der Code of Conduct und das ist, denke ich, am wichtigsten für uns, dass wir der Abstimmung in Industrie zusammen machen. Dass wir mit den Bauern, Lohnunternehmen, Herstellern und Händlern zusammenreden und zusammenschauen, was sind die wichtigen Punkte für unseren Beruf. Zum Schluss würde ich noch sagen, dass wir arbeiten eigentlich für unsere Kunden und unsere Kunden sind die Bauern. Aber manchmal ändert sich die Situation. Und warum ändert sich die Situation für unsere Kunden? Das ist, um dass der Konsument, so wir alle, der die Produktion von den Bauern essen und trinken, wir stellen der, nochmal Entschuldigung für meine Deutsch, die Eisen der Gesetze, was sein soll mit der, auf welche Weise soll das Lebensmittel produziert werden? Sollen da noch Chemikalien drauf gebraucht werden? Sollen da noch Dünger drauf gebraucht werden? Wie viel? Was kann noch auf das Produkt? In Holland war ein großes Thema ein paar Wochen vorher Erdbeeren, wo verschiedene Chemikalien darin gemessen werden. Und darf denn die Erdbeere noch gegessen werden, ja oder nein? So in Endeffekt entscheidet ist der Konsument, der ist der wirklich sagt, was sein soll in unserer Industrie. Und wenn wir der Diskussion folgen können, auch als Händler, dann wissen wir, auf welche Weise wir unsere Kunden, der Bauer, advisieren können. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, auf diese Weise daran zu denken. Wenn Sie etwas mehr wissen wollen über Klima, wir haben ein sehr gutes Magazin dargestellt, zusammen alles mit unseren Mitgliedern. Von allen 16 Mitgliedern ist da die Information drin. Wir haben in englischer Sprache und in deutscher Sprache. Und Sie können das downloaden auf www.klima.com oder eine Kopie anfragen bei Arge Landtechnik. Unsere nächsten Veranstaltungen sind im März in Innsbruck, in Österreich sind wir wieder hier. Das ist eigentlich für eine Zusammenkunft für die Organisation, um zu sagen, okay, was haben wir im letzten Halbjahr gemacht und was werden wir im nächsten Halbjahr machen. Das Kongress, und dafür sind Sie recht herzlich eingeladen, ist hier doch bei Österreich in der Nähe, Prag in Czech Republic, 5 bis 7 Oktober 2018. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.